Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Und ja, ist jetzt wieder ein paar Tage her. Hab jetzt sehr viel The Forest wieder aufgenommen, ja? Und hab total vergessen, was wir gerade vorhatten. The Mage's Guide of Winterhunters, mark the Fortress of Ice on your map of Skyrim. Genau, und hier, der Fortress of Ice, wo, das hier, oder auch die Eisfestung, haben wir ja festgestellt, wir sind noch nicht stark genug dafür, aber ich habe was anderes rausgefunden gehabt. Hier, die Dinger, die müssen weit in den Minus gehen, sind diese Zahlen hier, diese Minuszahl, das heißt, so viel Schaden zieht dieser eine Punkt hier vom Gegner ab. Das heißt, wenn wir hier noch irgendwas... Ne, haben wir jetzt nichts mehr. Aber wenn wir irgendwas wieder finden, was da noch weiter in Minus setzt, heißt das, umso stärker werden wir. Beziehungsweise umso mehr Schaden können wir absorbieren. Aber wir suchen mal jetzt eben den Ausgang von hier. Beziehungsweise, warte mal, vielleicht gehen wir mal hier hin und machen noch ein bisschen königliche Aufträge. Und schauen uns mal an, was wir da vielleicht an Arbeit kriegen. War doch irgendwo im Osten, oder? Hab doch richtig gesehen, ne? Genau, Südosten. In Amol sind wir gerade, ah. Gibt es in Elder Scrolls 5 überhaupt Amol? Ich glaube nicht. Hier sind viele Städte oder Dörfer und so weiter, die ich in Elder Scrolls 5 noch nie gesehen hatte oder gehört hatte von. Ich weiß nicht, wie viel die auch zur Lore beitragen oder wie oder ob die hier einfach nur Lückenfüller waren. Damit das halt etwas voller aussieht. Aber ich will jetzt wissen, gibt es hier jetzt Arbeit für uns? Ja. So. Wo geht's zum König? Und da lang. Der hat doch bestimmt Arbeit für. Oder Königin halt. I welcome Maxim to my town. Your arrival is fortuitous, for I have a favor to ask. If you would rescue someone for me, I would be happy to reward you in gold. Would you be interested in hearing more? Da! A terrible fate has befallen Mojarik Eriksson, my brother. I think he was has been taken by the Dark Robot and secreted in a dungeon to the southeast. The crypt's name is the Lance Cavern. If you would agree to save my brother, I would reward you with 3,185 gold, also 385 gold. Be careful, however, I'm sure that the Dark Brotherhood will try and stop me. You must have Mojarik Eriksson back before Mordor's 14th of Evening Star, or my people will notice his absence. I cannot allow that. Hurry and good luck. Will you agree? Ja, machen wir. You are a brave Nord indeed, Max. I have inscribed the exact location of the dungeon on your map of Tamriel. Use that to guide you. Good luck and good speed, Max. Jetzt ist das ein neues Dungeon? Komplett neues? Noch ein Map oder wie? Wir gehen erstmal raus und gucken uns mal die Map an. Hier jetzt ein neues Dungeon. Hier haben wir. Hier! Wir haben einen neuen Dungeon hier. So. Alarns Cavern in Skyrim Province. The date is Tirdas 15th of last seed in the year 3. Ära 93. Based on the current weather, it will take 11 days to travel here. The total distance is 520 kilometers. You should arrive by Lorda's 26th of last seed in the year. Das Era 390.
Lass mal hin. So. Warte mal, haben wir überhaupt genug Potions? Ja, Healing Potions haben wir genug. Bald sind wir auch bei 26.000. Schon wieder die Spinnen. So, der hatte nichts. Wo müssen wir genau hin? Keine Ahnung. Hier ist irgendwo noch eine. Hört ihr das? Ich glaube, die ist hinter der Wand da hinten. So, wir gehen erstmal hier hin. Dann habe ich Gold gesehen. Da vorne ist Gold. Klar. Hau ab. So. Kleines Arschloch. Amulett, Shortbow, Iron Helm. Ich glaube, Shortbow könnten wir gebrauchen. Und der hat 22 Gold und sonst hat er nichts, was wir gebrauchen könnten. Aber wir schauen uns mal das Amulett an. Und hier geht es noch weiter in Minus. Das heißt, es bringt uns tatsächlich was. So. Dann mit Shift J können wir nach vorne springen. Shift und J. Ah, schade. Den haben wir nicht gepackt. So, nochmal Shift J. Er schießt hier auf uns. Der ist mir egal. So, wo wollen wir entlang? Ach, kommen wir erstmal hier links. Die Tür rein. Klar. Ah, da ist noch einer. Gold und sonst nichts. Und der hat 30 Gold und sonst auch nichts. Und hier 79 Gold und dann brauchen wir nochmal den hier. Sonst gibt es hier gar nichts. Schade. So, komm, wir gehen hier mal lang. Hier geht's runter. Ich weiß nicht. Ich will erstmal hier weiter erkunden. Und wer weiß, was wir hier noch alles finden. In diesem Labyrinth. Der hat nichts. Hinter uns sonst auch keiner. Gehen hier mal rein. Hier geht's auch weiter. Da geht's weiter. Und da hinten geht's auch noch mal weiter. Oh, woher kommst du denn? Gold und nichts, was wir wirklich brauchen. So, aber hier ist schon mal der Rand. Da ist einer hinter, ja? Na doch nicht, nur Feuer.
No, hier geht's nicht weiter. Ja, müssen wir den was? Oh. Boah, ich hasse Trolle. Nein, 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 boah. Nein, 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 nein. Und das hier. Boah, woher kommen immer diese Trolle, ey? Kommt da jetzt jemand oder wie? Hört ihr das? Waren das Ghule wieder oder? 27 Gold und Dagger und Buckler brauchen wir nicht. Könnten wir zwar rein theoretisch verkaufen, aber was bringt uns das? Gehen wir hier mal lang. Hört ihr das? Hier ist irgendwo noch ein Monster unterwegs. Vielleicht sogar verfolgt er uns oder so. Aber ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Hier gibt es auch nichts. Hä? Wo irren wir hier rum? Egal, wir kennen den Weg. Wo es weitergeht, aber wir wollen hier ja erstmal alles erkunden. So, dann gehen wir hier nochmal rum um das Wasser und schauen mal, was wir da noch finden. Genau, die Tür hatten wir ja schon. Boah, hast du mich erschrocken. So, 35 Gold, sonst nix. Und hier noch eine Tür. So, zwei tote Minotauren, 35 Gold und nix. Und der hatte nichts. Hat er wirklich nichts, oder? Der hatte wirklich nichts. Shari, Shari. Hier gibt's auch nichts. Ah, da ist noch einer. Ein Ring. Mal schauen, was der macht. So, ah, da haben wir den. Der ändert nichts. Harry. Haben wir hier irgendwas noch anders? Nö. Dann gehen wir hier mal lang. Hier ist ja noch eine Tür. Ah, und hier haben wir einen Schatz. Mark und Flail. Warte, wo mal Flail ist. Und dann sehen wir uns mal an. Warte, was ist das? Ah, das ist ein Flail. Wir bleiben bei dem hier. Und Mark, was macht der? Nichts, schade. Hier hat sich auch nichts verändert, oder? Na, Charisma plus 1, oder? Hatten wir das vorher schon? Ne, hat sich hier nichts verändert. So. Ist auch schon das Ende hier, also geht es nur noch hier weiter. Hier gibt es auch nichts. Außer diese Tür. Ah, und noch ein Schatz. Haben sie Gold? Und dann wollen wir hier mal weitergehen. Und dann mal darum. Dann wollen wir hier auch mal auf der Seite gleich gucken, sobald wir hier fertig sind.
Und ich hoffe, es kommt nicht wieder so ein Troll. Die Trolle sind mir ein bisschen doch zu stark. Aua! Wo kommst du denn? Okay, hinter mir sonst keiner. 4 Gold, wow. So, genau. Hey. Okay, dann müssen wir wieder schwimmen gehen. Ne, wir können hier unten rum. Und dann schauen, was es da gibt. Haben wir die Tür hier schon? Ja, die Tür hatten wir schon. Okay, müssen wir auch wieder schwimmen. Genau, den Schatz hatten wir ja. Da ist nichts mehr Besonderes bei. Ist alles unter Wasser, ey. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir noch einen Schatz oder so. Gehen nur eine Wand. So, Shift J. Und. Ah, okay, hier gibt's nichts. Außer die Wand da. Shift J. Und Shift J. Da haben wir auch geschafft. Kann man das daran? Ich glaube nicht. Das heißt, hier müssen wir schwimmen. So, hier fehlt uns zwar noch ein bisschen, aber das ist auch egal. Komm, wir gehen mal zu der Tür, die hier irgendwo sein sollte. Da. Warte. Ja. Okay, nur 80 Gold, aber haben oder nicht haben. Achso, das ist nur die eine Tür. Okay, hier gibt's nichts. Und hier auch nichts mehr. Aber das ist schon das Ende auf der Seite. Okay. Ah, da ist wieder ein Magier. Hallo. Ja, genau. 27 Gold und Daikatana. Ich glaube, den nehmen wir mit. Weil die sind ein bisschen was wert. Daikatana sind sogar die stärksten Waffen hier im Game. Habe ich gelesen. Ja, okay. Hier können wir nicht anders außer da rüber schwimmen. Und das war's dann wohl, glaube ich. Hier gibt's uns nichts auf. Ah, doch. Da habe ich jetzt den anderen ignoriert. Ich gedacht hätte, die beiden führen zum selben Punkt. Aber ist auch eine Flaute. So, dann wollen wir hier erstmal geradeaus und dann hier den Rest noch erkunden. Und dann gehen wir runter in den Keller. Dann gehen wir da rein. So, genau da müssen wir auch noch alles erkunden. Im Norden.
sonst gar nichts hier. Shift J. So, haben wir geschafft. Dann haben wir hier die Etage, haben wir dann alles. Ist auch ein relativ kleines Dungeon, wenn man ehrlich ist. Ist zwar auf zwei Ebenen, aber ich habe jetzt eher was Heftigeres erwartet. You sense the Lich is nearby. Was? Welche haben wir hier erstmal? Hier soll es ein Licht geben, also ein Belt. Was ist ein Belt? So. Da haben wir ein Belt. Ah, geil. Macht auch nochmal ein bisschen stärker. Also, beziehungsweise Rüstung härter. Aber hier soll es ein Licht geben. Okay, vor dem Licht habe ich ein bisschen Schiss. Weil die Lichs sollen hier die stärksten Gegner sein. Da wollte ich jetzt noch nicht runter. Noch ein Stück Gold. Ah, Bracelet, Mace, nice. Bluff, falsche Taste. Continue. Da drauf. Genau. Warte, was war Mace? Ah, das war ein Mace. Okay, Mace brauchen wir nicht. Dann lassen wir das hier. Aber den Bracelet hier. Ah, guck mal. Das wird immer besser. So, hier geht's nicht weiter. Ja, dann gehen wir hier rum. Ich glaube, sobald wir den Licht besiegt haben, haben wir auch die Person gefunden. Hier gibt es nichts. Ich glaube, da vorne geht es auch noch weiter. Ah. Erschreckt mich nicht so. 24 Gold und nichts, was wir brauchen. Vielleicht könnte man die Dinger verkaufen, aber das ist jetzt nicht das, was ich damit jetzt vorhätte. Jetzt ist die Frage, wo geht es jetzt hier noch weiter? Da geht es auch weiter, ja. Lichers Region. Wo ist das Licht? Licht ist Region. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Ich spüre auch schon langsam wirklich so einen leichten Herzrasen jetzt, weil wir sind nur Level 13 und gegen den einen der stärksten Kreaturen in diesem Spiel, gegen Lich, anzutreten,
Keine Ahnung, ob wir das packen, aber wir wissen schon mal, der soll irgendwo hier sein. Weil mir ist gerade aufgefallen, als wir hier entlang, war ein Licht regeneriert und dann, als wir hier waren, Licht regeneriert. Also das heißt, der ist hier. Und ich glaube, den Licht müssen wir finden und besiegen. Und ich hoffe, der kann keinen Fernangriff. Denn wenn der keinen Fernangriff kann und wir da die Möglichkeit finden, irgendwie sicher aus der Entfernung zu kämpfen, können wir den Kurzbogen nutzen. So, jetzt waren wir hier einmal im Kreis. Erstmal darüber. Gucken, was da gibt's. Weil da haben wir auch noch nicht alles gesehen. Genau da. Ja. Ne, Warhammer wollen wir nicht. FJ. Okay, hier gab es nichts Besonderes. Genau. So. Dann müssen wir einmal noch mal zurück oder da oben rum und dann dahin. Da vorne gab es ja noch einen Weg. Irgendwo. Genau hier, stimmt. Komm, komm, hoch. Aber überraschenderweise hier unten gibt es so gut wie gar keine Gegner, die auf einen zukommen, außer vielleicht hin und wieder so ein Magier. Aber das war es dann wohl hier in dem Bereich. Also wir müssen jetzt auch wieder auf die andere Seite rüber. So, aber das, wie es weitergeht, erfahren wir in den nächsten Folgen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.